Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Let's Show von mir, Wehofner. Und ihr seht jetzt gerade richtig, diese Auflösung verrät euch, ui, der C64 ist wieder in Aktion. Und so ist es. Ich wollte euch gerade mal das Spiel Gladiators 2000 zeigen, aus dem Jahre 1983 von DocSoft. Und ihr seht schon, das ist ein Mehrspielerspiel, man kann es alleine spielen, man kann es zu zweit spielen. Und wer am Titelbild des Spiels erkannt hat, um was es sich handeln könnte, ja, ihr habt richtig gesehen, zumindest die Tron-Fans unter euch, es handelt sich um das bekannte Light Circle-Rennen, das Lichtrenner-Rennen, was man am Anfang des Spiels gesehen hatte, des Films gesehen hatte. Und ja, ich würde sagen, steigen wir unseren Lichtrenner ein, ab auf den Raster mit uns, und wir werden jetzt alleine spielen, weil ich bin nur einer hier. Ich sehe zumindest keinen zweiten. Aber man kann das Spiel auch zu zweit spielen. Mal gucken, vielleicht möchte ja einer mal so ein, der auch gerne Tron geguckt hat und die Light Circle mag, vielleicht mal gegen mich antreten. Vielleicht kann man da ein bisschen was spielen. Aber ich würde sagen, ich zeig's euch einfach mal. Nur, da ich jetzt nicht am C64 spiele, wie gesagt, ist jetzt nur ein kleines Let's Show, kann es auch sein, dass das Spiel ziemlich schnell zu Ende ist. Eben mal gucken. Nein, den Joystick habe ich hier nicht am Emulator eingestellt. Mache ich mal eben. So. Joystick Port 1. Ja, jetzt geht's. Und Action. Jetzt steht auch hier Press Number for Difficulty. Eine Nummer zum Schwierigkeitsgrad drücken. Und da ich eine Pussy bin, zumindest jetzt hier im Emulator, drücken wir auf die 1. Wir sind der braune Spieler, der Computer ist der grüne. Ziel des Spiels ist, den Computergegner, sollte es aber umgekehrt werden. Den Computergegner müssen wir jetzt in unserer, ich sag mal, Strahlenmauer gegenprallen lassen. Und wir müssen gucken, dass wir den Computergegner so wenig wie möglich Freiräume lassen. Das wird nicht so gut werden, was wir jetzt hier fabriziert haben. Ja, es ist am Emulator schwieriger zu spielen als in echt. Scheiße. Gerade beim Test ohne Aufnahme habe ich das natürlich geschafft, den Computergegner ein paar Mal gegen meine Strahlenmauer, so wie jetzt, fahren zu lassen. Ja, und das ist jetzt das ganze Spiel. Shitte. Ja, die Tastatur reagiert nicht so richtig vom Emulator. Schade, das wären fast gute Voraussetzungen gewesen. Man muss hier das Ganze die Sekunden genau abpassen. Aber der Computergegner ist jetzt Geschichte schneller als wir. Ja. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. Es geht jetzt unendlich so weiter. Am Anfang ist es vielleicht noch lustig. Man sich denkt, oh, das Lichtrennen aus Tron, juhu, ich bin endlich auf dem Spieleraster. Aber jetzt sind wir wohl in Runde 9. Ich meine, ich habe damals nach Runde 20 entnervt aufgegeben, weil das ist wirklich nur, mehr macht man hier nicht. Ah, verdammt. Ach, das sieht gut aus. Komm, jetzt geh kaputt. Irgendwann nach einer gewissen Zeit hat man den Dreh raus, wie das Ganze hier funktioniert. Selbst wie ihr jetzt seht, ich mit meiner Tastatur. Wer kriegt die Punkte gut geschrieben? Natürlich der Computer. Ich bin ihm in die Karre gefahren, er mir nicht. Ah, verfluchte Hacke. Okay. Und ein Ende dieses Gladiator-Rennens ist nicht in Sicht. Es ist unendlich. Deswegen, ich würde sagen, wir werden gleich eine Runde noch machen. Bei Runde 15 geben wir auf. Kopf an Kopf rennen. Ja! Hui, okay.
gucken, dass wir jetzt nicht uns ein eigenes... Aber der Computer schaufelt sich gerade sein eigenes Grab. Jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt länger durchhalte als der. Und kaputt. Ja. Und das war eigentlich schon das Let's Show von Gladiator 2000. Ah, verdammte Hacke. So, wenn ich euch jetzt Lust auf mehr Tron gemacht habe, Bums, man kommt ja auch nicht mehr raus, das Spiel, da müsste man jetzt den C64 abbrechen, ausschalten. Ja. Okay, komm, Runde 20 machen wir noch. Das Einzige, was passiert ist, ab einer bestimmten Rundenzahl werden die Light Cycle schneller, habe ich festgestellt. Aber mir passiert hier wirklich nicht. Verdammte Hacke. Da muss man auch den Anfangszug muss man strategisch planen. So zum Beispiel. Ah! Juhu! Wir gehören zu den ersten 5 besten Gladiatoren. Initialien. Wehhofner. Jetzt werde ich gerade im Highscore verewigt. Sehe ich gerade, die Floppy geht an. Beim Emulator hier. Und das war's auch schon. So, und jetzt kann man das Spiel eigentlich wieder von vorne beginnen. Und ihr seht schon, ich habe die Bestpunktzahl, zumindest ja heute. 4000, aber es geht noch besser, wie ihr seht. Aber ja, das war jetzt Gladiator 2000. Der Light Cycle Klon, hätte ich jetzt fast gesagt, aus dem Film Tron. Und ja, wenn ich euch mehr Lust auf Tron gemacht habe, schaut euch den Film an. Der zweite Teil Tron Legacy ist ja auch dieses Jahr rausgekommen. Und ja, dann kann ich euch noch das Let's Play Tron Evolution von Eddie Mail empfehlen, den ich ja Eddie nennen soll. Das mache ich hiermit auch. Das kann ich euch empfehlen, das Let's Play Tron Evolution, die Vorgeschichte zum Film Tron Legacy. Schaut's euch auf seinem Kanal an. Ansonsten würde ich jetzt sagen, das war das Let's Show gewesen. Könnte man auch sagen, ein Let's Play. Naja. Gut. Und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Let's Show. Und ihr dürft dreimal raten, es handelt sich um den Film Tron. Aber das verrate ich euch dann im nächsten Let's Show. Also bis dann. Tschüss.